Wobei man, wenn man den Stimmen Glauben schenken mag, in England, sagen viele, zünden sie eine Kerze an, weil er jetzt vielleicht von Manchester United weggeht. Menu führt 1-0. Menu führt 1-0, ja. Neunte Minute. Ja, sehr gut. Manchester United führt. Wir werden dann später auch noch auf einige Live-Spiele eingehen. Aber dort zünden sie angeblich eine Kerze ein, weil er kein Menschenfänger sei. Er hat immer sehr gut agiert mit Vereinen, die jetzt Stichwort Hoffenheim von der dritten in die zweite und in die erste Liga. Es hat gut funktioniert auch bei Leipzig. Es hat gut funktioniert bei Salzburg, wo man auch jetzt im Vergleich zum internationalen Fußball damals, auch wenn Red Bull jetzt Sponsor war, ein Provinzverein war, aber wenn er mit großen Spielerpersönlichkeiten gearbeitet hat, sagen viele, da hapert es ein bisschen. Ist das, glaubst du, wirklich so wichtig oder sind die Spieler beim österreichischen Nationalteam, Hannes, nicht so große Persönlichkeiten? Wir haben schon einen David Alaba und einen Autovic dabei. Wir haben nicht irgendwelche Spieler bei uns, nicht nur Alaba, wenn ich einen Konrad Leimer anschaue, da gibt es ja einige Spieler, die schon sehr, sehr große Erfolge gefeiert haben. Und das finde ich auch gut so. Das sollen ja Persönlichkeiten sein, die sollen ja selber Entscheidungen treffen, dass man auch Entscheidungen trifft, dass sie selber empfehlen, nicht dass der Trainer immer alles aussagen muss, sondern dass sie selber Entscheidungen treffen. Und das ist auch gut so. Weiß nicht, ob man mit Persönlichkeiten nicht umgehen kann, aber es ist natürlich schon so, dass natürlich in England die Profis schon sehr verwöhnt sind und glaube ich, schon so viel Geld verdienen, dass es ihnen ja teilweise ja fast egal ist, ob sie spielen oder nicht. Das kommt mir oft dann so vor, wenn ich da ein paar anschaue, ja, wenn ich nicht spiele, ist auch egal. Das glaube ich nicht so gut. Also, wir werden sehen, wie er mit den Leuten umgeht. Ich glaube, er wird es schaffen. Und das glaube ich immer bei jedem Trainer, weil jeder Trainer, der was auf der Kategorie ist, ist ein Top-Trainer, da braucht man gar nicht diskutieren. Die kennen alle was. Aber Menschenfänger, glaube ich, war er nie, der Herr Rangnick, weil er ein pragmatischer Arbeiter war immer, der nur das große Ganze gesehen hat und der einfach sein Ziel einfach konsequent verfolgt hat. Und das hat er oft sehr, sehr gut gemacht. Und er hat viele Vereine nach vorne gebracht, wenn ich sehe, Red Bull Leipzig oder Salzburg selber, ist unglaublich, was die jetzt ist. Die können sich selber finanzieren, die brauchen eigentlich im Mateschitz nicht wirklich mehr, sondern durch Spielerverkäufer. Das ist schon großartig, was er da gemacht hat. Absolut, weil ich bin ganz bei dir und wie gesagt, Menschenfänger und Sympathieträger und so, das war er wirklich nie, also im Gegenteil sogar. Nur er ist extrem spannend, definiert sich über den Erfolg und hat den Erfolg eingebracht. Und ich glaube, wenn Rangnick zur Zeit von Frank Stronach bei der Austria gewesen wäre, hätte das auch geschafft, weil Salzburg war genau auf dem Weg wie die Austria. Da ist Geld eingeschöpft worden und ist wieder unten ausgegründet und es hat gar nichts gebraucht, bis der Rangnick gesagt hat, kein Spieler mehr über 23 ist und jenes. Also, er hat die Strukturen geschafft und wollte es haben und hat es hinkriegt.